Moin Moin, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich schaue mal heute gemeinsam mit meinem Bruder eine verlassene Waldklinik an. Ist schon seit Jahren verlassen, so wie es aussieht, und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. So, schaut euch das mal an. Das sind die ganzen Stromkastenverteiler drinne. Unfassbar. Einfach nur schon riesen Dinger waren das. Voll interessant. Auch die kaputten Fensterscheiben. Mal gucken, was wir hier drinnen befinden. Oder drinnen. Oha, das waren auf jeden Fall die einzelnen Zeitstellen. 1, 2, Messzeile und EVU. Oh, das war doch so ein Riesendinger, war das. Wir müssen ein bisschen aufpassen wegen Sicherheitsdienst. Naja, mal gucken, was wir so noch so entdecken. Ne? Ist ja riesig, das ist komplett mitten im Wald. So, wie sind die Sachen hier drauf? Müssen ein bisschen leise sein. Sie erziehen sich sehr, sehr, sehr aktiv. Das sind schon riesen Katakomben, sind das hier. Ja, ist jetzt sogar schon offen. Alter. Schau dir das hier mal an. Glaube ich glaube, ihr wisst, wo die Klinik war, oder? Kann das sein? Schau ich das hier mal an. Kellerbereich, der große lange Flur. Und da ist das Riesenzimmer. Unfassbar. Naja, mal gucken. Das ganze Glas auf dem Fußboden. Alter, schon riesig ist das. Wie man sieht, eine Tür hier. Hat das aber schon gebrannt hier. Wieder eine kleine Küche und der PC-Bereich. Ganze Tapete, ganze Fenster, alle komplett schon eingeschlagen. Da sieht man auch schon den Schwarzschimmel hier an den Wänden. Unfassbar. Aber auch gar nichts mit drin. Und hier waren einige Zimmer drin im Toilettenbereich. Ja, das waren die ganzen einzelnen Zimmer hier. Aber es waren Miniräume, waren das. So wie ich gehört habe, soll das noch abgerissen werden. Oha. So viel kann ich jetzt zu dem Ohr nicht sagen, weil das ist eh schon alles kaputt. Da waren die Kabeldiebe am Werk, die haben alles runtergerissen, alles geklaut. Unfassbar hier, was hier alles drin steht. In der Tür. Oh, kleiner WC-Bereich. Die beiden Waschbecken hier sind. Schade, dass man sowas komplett zurücklässt hier. Oh, die Eingänge sind alle komplett offen, komplett zerstört. Und das ist auch so riesen Räume sind hier. Warum lässt man sowas zurück? Hier aber auch leider nicht mehr der Name dran. Unfassbar. Ich habe richtig Adrenalin pur.
hier richtig leichtes Eier flattern. Ich meine, der braucht das noch nicht allein jetzt hier. Warum? Ja? Warum? Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass hier, ich sag jetzt mal, irgendwelche Parallelwelten hier auch. Natürlich muss ich es leider verdecken, hier ist noch ein Namensschild drin, der hier mal gewohnt hat. Muss man leider zensieren. Mehr wollte ich euch hier nicht zeigen, also jeder Raum sieht gleich aus, deswegen werden wir jetzt hier rausgenommen, wir beide und das nächste Mal angucken. Ja, hier gibt es leider jetzt nicht so viel zu sehen. Ich habe wenigstens schon mal einen kleinen Eindruck bekommen von einem Teil der Klinik und wir schauen uns jetzt die weiteren Gebäude an und ja, schaut euch auf jeden Fall auch selber persönlich an. Das sind hier alles Riesenräume. Unfassbar. Jetzt ist das nächste Teil, den wir hier noch haben. Und jetzt kommt ein kleines Highlight. Und zwar. Kommen wir gerade in den riesigen Küchenbereich und den sieht man leider überhaupt nicht. Wie vielleicht auch die kleine Abstellkammer. Bereich haben wir hier auch noch drin. Ja, das war der kleine Küchenbereich hier. Das sind das riesen Kühltresen. Und dann war hier außen war hier verschiedene Rollos. Zu bestimmten Zeiten wurden die dann hochgefahren. Dann haben wir hier den kleinen Kochbereich. Ist aber auch leider nichts mehr lang. Man sieht halt die ganze Decke schon wieder runter. Alter. Ich werde heute nicht so viel erzählen, sondern eher mehr zeigen. Das sind auch so Riesenräume. Noch mit einem großen Regal. Alter. Richtig krass ist das, wie das hier aussieht. Und noch mit einem kleinen Schrank. Da sieht man auch schon, dass der Balkon, das Dachgeschoss schon offen ist. Und das sieht man auch schon, dass die ganzen Türen noch offen sind. Da fällt die ganze Dämmwolle schon ab. Da liegt jede Menge. Holz liegt hier. Dann einmal einen kleinen Küchenbereich hier. Und dann dieser riesengroße Raum für gemeinsames Mittagessen. Unfassbar, was hier alles drin liegt. Patienten ist dann mal. Oha. Da waren wir schon drin. Wir waren drin. Doch. Waren wir schon drin? Guck mal hier. Jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Das ist riesig. Hier wurde schon mal zugebaut. Ja. Warum werden solche Orte nur so hinterlassen? Das muss man mir echt mal erklären. Da bin ich echt traurig. Alter, es geht ja noch mal weiter hier. Das ist doch für mich eine ganze Küche. Ich möchte echt gerne mal. Guck mal, hier war meine Küche dran. Oder Büro. Küche. Da ist ein Kühlschrank drin. Ja. Aber guck mal hier.
einfach so ein Lichtkasten. Da hat man damals diese ganzen Röntgenbilder draufgelegt. Ja. Kennst du die? Ja, da konnte man ja nie. Hat man die draufgelegt, hatte man diese schwarzen Markierungen gehabt und damit konnte man die dann, teilen. Dann wird's. Das hier auch der OP war so schlecht, ja. Das ist groß. Nach den Kranken. Da hängt es unter dem Fernseher. Hey Leute, guck mal. Da hängt noch ein Fernseher. Hier sind drum drin, ja, auch groß, aber die kriegst du nicht auf. Da hinten noch so ein alter Fernseher. Man muss jetzt gewaltig aufpassen. Die ganze Scheiße hängt da. Da ist irgendwie jetzt gerade nicht so interessant hier. Ich hätte auch voll Bock auf. Ja, hätte ich auch voll Bock drauf. Sehe ich gar nichts mehr. Schau ich das mal an. Ich finde das hier schon richtig unheimlich. Auch der Strom wurde schon komplett rausgekloppt. Und hier nicht mal mehr der Stromzähler. Also das war noch da, aber man kennt leider nicht, was das für ein, wie viel Strom das Ding gefressen hat. Komischerweise auch. Der Feuermelder dahin komischerweise noch. Richtig krass ist das. Richtig krass. Und ich verstehe auch nicht immer, warum man meine ganzen Videos alle disliked. Ich mache mir so die Mühe. Wow, da bin ich auch traurig. Ja, die ganzen Räume, das sind alles eigentlich die gleichen Räume. Hier ist irgendwie nichts Spannendes drin, doch der Heizungsraum ist komplett entleert. Ach, die Deckenlampen, die hängen sogar immer noch. Hier alles. Ich will gar nicht wissen, was hier Schlimmes passiert ist oder warum das hier leer gemacht wird. Das nennt man. Das Place. Oh. So, jetzt gucken wir einmal schnell in das Badezimmer rein. Ich finde das irgendwie mega schade, dass hier alles zerstört und kaputt gemacht wurde. Aber Riesenräume sind das. Dann haben wir hier einmal noch so einen Riesenraum, wie hier oben sieht. Das ist, glaube ich, Asbest, das hier oben. Naja, also müssen wir jetzt auf jeden Fall nicht so lange drauf halten. Dann habe ich hier noch die ganzen Flutstrahler, wo die ganzen Betten unterstanden. Und einen kleinen Toilettenbereich. Jedes Zimmer hat einen Toilettenraum mit Dusche. Naja,
Heute mit dabei mein guter Outdoor-Buddy. Ein kleiner WC-Bereich. In der Ecke stand auch die Toilette. Das ist der OP Vorbereitungsraum. Wenn ich mich da nicht täusche, ihr dürft das gerne mal in die Kommentare schreiben. Oh, wow. Ich glaube, das war der OP Vorbereitungssaal. Ja. Oh, wow. Das war schon ein Riesenteil, war das, ne? Oha, ist auch riesig ist das. Ich finde es scheiße, dass hier irgendwie alles kaputt gemacht wurde. Da aufgemacht wurden die auch schon die ganzen Männer alle schon eingekloppt. Wie die. Ich denke mir nur, warum macht man sowas? Ganz ehrlich. Och, diese langen Gänge. Also. Hier mal so eine Recharge-Sitzung zu machen. Das auf jeden Fall nicht. Da macht die ganzen Gardinen, die da auf dem Boden liegen. Der ganze Müll, das ganze Glas. Tür und Fenster wurden schon eingekloppt. Aber wie lange die Klinik schon verlassen ist, weiß ich leider nicht. Hier war der Strom auch schon komplett rausgerissen. Ja. Oha, das habe ich gemeint. Meine größte Sorge ist, wie man sich hat man das gesehen, da oben. Asbest. Oh oh. Haben sie das vielleicht deswegen auch hier geschlossen? Ich weiß leider keine Hintergrundgeschichten. Noch einiges mehr zu sehen. Ich werde mir da was sehen. Wenn das Video mindestens 50 Likes hat, mache ich eine Overnight alleine. Also fleißig liken, dann mache ich eine Overnight alleine. Zimmer. Das ist schon fast wieder langweilig, weil ich möchte eigentlich ganz gerne mal so einen Käse sehen. Ja, da geht es um den Unterteil. So, jetzt können wir einmal in den großen Mensa-Bereich rein. Oh, ist groß. Oha. Richtig heftig ist es hier. Die ganzen Fenster wurden eingetreten, geschlagen. Also ich bin eher der YouTuber, der sowas nicht macht. Das ist nicht schön. Das ist für die Temperatur. Schon zusammen klopft. So riesig ist das hier. Oha, da fliegt schon der. Oha, da fliegt das alles schon runter. Das ist krass, dass man sowas hier kaputt macht.
komme ich hier in den Empfangsbereich rein, glaube ich, oder in die Küche. Das ist das Büro. Ach, das ist das Büro. So, wenn wir jetzt hier vorne gehen, dann ist das mal das Büro von den einzelnen verschiedenen Stationen, wo einfach die ganzen Empfangsbereiche von den Dach. Riesenzimmer. So Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut bei meinem Bruder vorbei, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und natürlich gibt es auch hier eine Fortsetzung. Das sind zu viele Räume, dafür sonst zu viel Videoschnitt. Und naja, ich würde sagen, haut rein und ja, bis zum nächsten Mal.